Hi, this is Anna Moon. This rock painting video will be in German. If you don't speak German, you can activate the English caption in YouTube. Hallo, hier ist Anna Moon. Heute bemalen wir zusammen diesen Stein. Das Eichhörnchen habe ich mit einem Kreidestift skizziert auf den Stein. Wenn ihr üben möchtet, wie man ein Eichhörnchen zeichnet, könnt ihr das machen. Ich setze euch einen Link unter das Video zu meinem Blog, da habe ich ein Fototutorial erstellt. Als Pinsel habe ich diese super feinen Pinsel von Da Vinci benutzt. Die sind die Größe 10.0 und 5.0. Für die Grundierung habe ich Grundierweiß von Schminke benutzt. Außerdem habe ich Titanweiß benutzt und des Weiteren die Farben Umber gebrannt, Zinnoberrot, Carbon Schwarz und helles Gelb. Lass uns anfangen. Wie ihr seht, habe ich den Stein mit Kreide vorgezeichnet. Jetzt mache ich gerade ein bisschen Grundierweiß auf meine Unterlage. Ich grundiere meine Steine immer, bevor ich die eigentliche Farbe draufsetze, damit die Farbe schön leuchtet. Beim Grundieren versuche ich, die einzelnen Flächen einzeln zu malen und lasse zwischen den Flächen immer etwas Platz, damit mir die eigentliche Vorzeichnung nicht verloren geht. Ich werde den Grundiervorgang jetzt etwas beschleunigen, weil im Prinzip ist er doch recht langweilig. Auch beim Grundieren setze ich die Striche in Wuchsrichtung des Felles, um eine Grundstruktur zu erhalten. Mit einem weichen, feuchten Pinsel entferne ich jetzt die restlichen Kreidestriche. Auf meiner Unterlage habe ich jetzt meine vier Farben plus Weiß. Ich beginne bei Tieren meistens mit dem Auge, weil wenn ich jetzt mit dem Fell anfange, dann wirkt das Tier irgendwie etwas tot. Ich mag es gern, wenn das Auge als erstes steht. Ich habe etwas Wasser auf meine Farben gesprüht, damit sie nicht ganz so schnell wegtrocknen. Beim Auge lasse ich etwas Weiß für die Lichtreflexion stehen
Und den vorderen Bereich des Auges mache ich etwas heller. Ich mische mir nun ein helles Braun zusammen, um die hellsten Stellen von dem Eichhörnchen zu malen. Nun male ich ein etwas dunkleres Braun für die ersten Teile des restlichen Fells. Das Fell male ich immer in Wuchsrichtung, also jetzt nicht einfach ausmalen, so wie es einem kommt, sondern die Striche werden immer in Wuchsrichtung gesetzt, so wirkt das Ganze direkt natürlicher. Bei dem Schwanz fange ich mit einem roten Dunkelbraun an, da der Schwanz im Bereich in der Nähe des Körpers im Schatten liegt. Jetzt dunkle ich den Bereich des Rückens etwas ab, weil ja der Schwanz da einen Schatten wirft. Meine Arbeitsweise bei so einem Tier geht eigentlich nicht nach irgendeinem Muster vor. Ich mal das, was ich gerade sehe. Ich versuche halt erst dunkle Stellen zu malen oder zuerst helle Stellen zu malen. Wichtig ist, dass man zunächst erstmal eine Grundschicht an Farbe auf das Tier bringt. Die ganzen Details und Feinheiten kann man in späteren Schichten noch ergänzen. Man muss nicht direkt von Anfang an sich in Details vertiefen.
Am Schwanz wechsle ich immer von helleren Farben zu dunkleren Farben, damit das Ganze lebendiger wirkt. Nun beginne ich mit dem restlichen Eichhörnchen. Ich schaue mir zuerst mal an, wo sind die dunklen Stellen, versuche die Farben zu treffen. Die Acrylfarbe verzeiht ja sehr viel. Wenn man einen Fehler macht, kann man einfach das trocknen lassen und nochmal drüber malen. Thank you.
Den Schatten setze ich unter das Eichhörnchen in einer Mischung aus Braun, Schwarz und Wasser, so dass es transparent wird. Meine Steine signiere ich gern auf der Rückseite, damit das Motiv vorne unberührt bleibt. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Schwanz des Eichhörnchens und setze da noch dunkler die Stellen, damit es einfach kontrastreicher wird. Und fast hätte ich es vergessen, die Schnurhaare müssen wir natürlich auch noch malen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen da und abonniert meinen Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.